Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche Update Wirtschaft hier live vom Börsenparkett in Frankfurt am Main. Einer der Trends, über die wir immer wieder sprechen, ist künstliche Intelligenz. Und die KI, die fördert eben auch Rechenzentren, eine ganze Branche, die, anders als vielleicht andere Branchen, den Standort Deutschland ziemlich spannend und attraktiv findet. Warum genau das so ist, das besprechen wir heute hier in der Sendung. Jetzt zu Anfang wollen wir aber erstmal blicken auf Deutschland, eben auch als Streikland. Nach dem Streik ist vor dem Streik und diese Woche blickt man da ganz gespannt auf das Thema Lufthansa und Verdi. Da geht es eben um das Bodenpersonal. 5 erfolglose Verhandlungsrunden liegen zurück. Warnstreikwellen liegen zurück. Diese Woche sollen das Ganze jetzt eben schlichter richten. Und was genau da auf uns zukommt, ob neue Streiks drohen, das bespreche ich jetzt mit meinem ersten Gast hier. Und das ist mein Kollege Roman Warschauer, Entschuldigung, vom HR. So, jetzt sind wir auch da. Hallo, guten Morgen. Entschuldigung, Montag. So, so ist es. So ist es manchmal. Ich habe es gerade eingangs gesagt, was genau passiert diese Woche? Worauf müssen wir uns einstellen? Ja, also beide Seiten haben sich da einen recht ehrgeizigen Plan vorgenommen. Heute, morgen und am Mittwoch wird verhandelt mit den beiden Schlichtern. Und noch am Mittwoch, so zumindest die Planung, soll dann auch der Schlichterspruch kommen. Und dann müssen beide Seiten noch mal so ein bisschen in sich gehen. Die Gewerkschaft muss noch mal die Gremien befragen. Und dann soll es möglicherweise dann schon am Donnerstag die Entscheidung geben. Und das Ziel ist es natürlich, dass damit dann dieser Tarifkonflikt für die 25.000 Beschäftigten am Boden dann auch tatsächlich erstmal ein Ende hat. Das ist aber ja nicht die einzige Baustelle bei der Lufthansa. Nee, da gibt es eine ganze Menge. Der zweite große Konflikt ist sicherlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kabine, also die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Da geht es um etwa 18.000 bei der Lufthansa und etwa 1.000 bei der Regionaltochter Cityline. Die haben ja schon mal gestreikt, einen Tag in Frankfurt, einen Tag in München. Und da kommt man in den Gesprächen offenbar auch nicht so wirklich voran. Da heißt es, es geht zum einen um mehr Geld und es geht zum anderen um die Frage, wie lang dann ein neuer Tarifvertrag gilt. Aber momentan ist relative Ruhe da an dieser Front. Es sind keine weiteren Streiks angekündigt. Möglicherweise liegt das auch ein bisschen daran, dass man jetzt abwarten will, wie geht denn die Schlichtung für das Bodenpersonal aus? Kann das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein Vorbild sein? Das ist also diese eine Baustelle. Dann gibt es immer noch einen ungelösten Konflikt bei der Tochter Discover mit den Piloten. Da hatte die Pilotengewerkschaft zuletzt auch eine Schlichtung angeregt, aber da gibt es momentan auch keine Bewegung, zumindest nichts, was man nach außen bemerkt. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an anderen Baustellen im Konzern. Das ist ja ein großer Konzern, beispielsweise bei der österreichischen Tochter Austrian, bei der belgischen Brussels Airlines oder auch bei der italienischen Tochter Air Dolomiti. Also auch da gibt es noch ungelöste Tarifkonflikte. Und vielleicht gehen wir noch mal auch auf das Sicherheitspersonal ein. Das ist ja auch noch mal eine Baustelle. Wie genau sieht es da aus, beziehungsweise was könnte da denn noch kommen? Ja, genau. Also das Sicherheitspersonal, also die Menschen, die die Sicherheitskontrollen bei den Passagieren durchführen, das hat ja erstmal nichts mit der Lufthansa zu tun. Aber wenn da gestreikt wird, dann ist eben unter anderem auch die Lufthansa betroffen. Da wurde schon mehrfach jetzt auch gestreikt an verschiedenen Standorten in Deutschland. Da gab es in der vergangenen Woche jetzt auch noch mal Tarifverhandlungen 2 Tage. Dann hat man es noch mal um einen Tag verlängert. Das ist ja immer schon mal ein Zeichen, da kommt man möglicherweise irgendwie voran. Und jetzt hatte zuletzt da auch, Verdi ist da wieder zuständig, auch eine Schlichtung vorgeschlagen. Und da müssen wir jetzt mal abwarten, wie es da weitergeht. Aber scheint auch Bewegung in dem Tarifkonflikt zu geben. Ansonsten ist es eben, wenn die streiken, dann geht es an einem Flughafen so gut wie gar nichts mehr. Jetzt haben wir auf der einen Seite die Flughäfen, wo viele Flieger stillgestanden sind zuletzt. Aber auch die Züge, da ging auch nichts. Dann haben wir die Postbankfilialen, da wurde auch gestreikt. Der Einzelhandel, also gefühlt streikt ja gerade jeder. Und es ist nur die Frage, wann der nächste kommt. Ja. Wie genau kommt das? Also ich glaube, es hat mehrere Gründe. Zum einen ist es einfach Zufall. Es sind sehr viele Tarifverträge offen, die müssen neu verhandelt werden. Und dann drohen eben auch potenziell immer wieder Streiks. Das ist das eine Thema. Aber was ich so in den Gesprächen auch mit Gewerkschaften immer wieder gehört habe, ist, dass es eben auch eine wirkliche Unzufriedenheit an der Basis gibt. Und dass die Basis da auch ein bisschen die Gewerkschaften vor sich her treibt, dass die eher mal zum Streik greifen als vielleicht noch in den vergangenen Jahren. Wenn wir zum Beispiel auf die Flugbegleiter schauen, da war es ja so, dass die Beteiligung
Beteiligung, das wurde mehrfach betont, dass die Beteiligung an der Urabstimmung für Streiks extrem hoch war und auch die Zustimmung lag dann bei 96-97%. Und das löst natürlich auch so fast schon vielleicht einen Automatismus aus, der dazu führt, da muss zumindest einmal gestreikt werden, wenn da schon so viel Druck auf dem Kessel ist. Ja, da kommen dann eben auch so Dinge zusammen wie die gestiegenen Preise, Personalmangel, der sich dann bemerkbar macht, dass der Stress für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter größer wird. Also all das sind dann so Faktoren, die auch dazu führen, dass mehr gestreikt wird. Und es wird immer wieder darüber gesprochen, dass natürlich noch viele Tarifverhandlungen bevorstehen dieses Jahr. Es könnte sogar so eine Art Rekordstreikjahr drohen. Warum genau ist das so? Ja, es sind eben dann noch einige weitere Tarifverträge, die anstehen, also beispielsweise in der Metallindustrie, in der Chemieindustrie, am Bau und all das, da potenziell drohen da eben auch wieder Streiks. Der Unterschied ist dann oft, wenn in einem Metallbetrieb gestreikt wird, dann kriegen wir das in der Öffentlichkeit gar nicht so stark mit, wie wenn zum Beispiel bei der Bahn oder eben in der Luftfahrt gestreikt wird. Da stehen eben noch relativ viele aus. Aber auf der anderen Seite jetzt diese Schlichtung bei der Lufthansa, auch bei der Bahn, zeichnet sich ab, dass man sich da möglicherweise einigen könnte. Das könnte natürlich wiederum so ein bisschen in eine Richtung führen, dass man dann doch auch dazu kommt, diese Tarifverträge oder diese Tarifkonflikte zu lösen. Also vielleicht beruhigt es sich dann so über den Lauf des Jahres dann weiter. Okay, das haben wir natürlich auch im Blick hier bei Update Wirtschaft. Vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs noch mal so ein genereller Blick. Also in der Diskussion bei den ganzen Streiks ist auch immer wieder eine Frage, bekommen wir hier so ein bisschen französische Verhältnisse in Deutschland? Dann haben wir auf der einen Seite arbeitgebernahe Wirtschaftsinstitute, die zum Beispiel von horrenden Summen sprechen, was so ein Streiktag dann die Wirtschaft kostet. Dann haben wir aber die Gegenseite, also die arbeitnehmernahen Institute, wiederum die sagen, naja, die Wirtschaft, die kann das ab. Was lernen wir daraus, beziehungsweise was kann man daraus ziehen? Ja, ist schwierig, dass ich das dann sozusagen sage, wo liegt die Wahrheit? Wahrscheinlich liegt sie irgendwo dazwischen. Sicherlich sind viele Unternehmen auch so ein bisschen durch die Erfahrung aus Corona-Lieferketten, die gestört waren, sind sie sicherlich auch flexibler geworden. Sie können eher mal umsteigen von der Bahn beispielsweise, wenn sie da auf den Güterverkehr angewiesen sind, dann wiederum auf die Straße, auf den LKW. Also sie sind flexibler geworden. Und oft ist es ja so, wenn der eine Verluste macht durch so einen Streik, verdient möglicherweise jemand anders wieder, vielleicht Autovermietung und so weiter. Deswegen ist es immer ganz schwierig zu kalkulieren. Die französischen Verhältnisse, das wird gerne mal erwähnt, aber ich glaube, auch da sind wir noch weit von entfernt. Es liegt auch ein bisschen an den Regelungen, die wir hier haben. Es gibt keine politischen Streiks, es gibt keinen Generalstreik, aber es gab in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder Jahre, in denen mehr gestreikt wurde. 2006, 2015, 2018, jetzt 23, 24 möglicherweise wieder, aber auch da kommen wir wieder zu dem Punkt, das sind dann auch oft Streiks in Bereichen, die wir dann als Normalos so gar nicht mitbekommen. Okay, wir haben es im Blick. Roman Warschauer, herzlichen Dank, dass wir heute hier waren. Vielen Dank. Sehr gerne. Und jetzt zu unserem nächsten Thema, nämlich diese ganze Streikwelle. Die erzeugt natürlich auch am Ende einen Lohndruck in Deutschland. Das heißt, die Kräfteverhältnisse, die haben sich auch angesichts Fachkräftemangel etwas verschoben. Und am Ende betrifft das natürlich auch das Thema Inflation, das Thema Zinspolitik. Wie genau sich das da auswirkt, das bespreche ich jetzt mit meinem nächsten Gast hier auf dem Parkett, Frank Fischer vom Fondsberater Shareholder Value Management. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich hatte es eingangs schon mal gesagt, es gibt jetzt einfach verschiedene Kräfte, die auch auf das Thema Zinspolitik wirken. Wir gehen das der Reihe nach natürlich durch. Einer davon ist eben die Streikwelle, das vielleicht veränderte Kräfteverhältnis. Wie genau wirkt sich das am Ende aus? Tja, das ist das große Thema. Was macht eigentlich denn jetzt die Zentralbank auch daraus? Und die Streikwelle ist etwas, was ihr so auf gut Deutsch gesagt in die Suppe spuckt. Denn wenn wir uns anschauen, was es auf der Lohnseite bedeutet, dann gibt es nicht die nötige Entspannung, die die Zentralbank benötigt, um die Zinssenkungen, auf die ja alle schielen, in dem Maße unterzubringen, wie uns das von der Wirtschaft her am besten gefallen würde. Es ist tatsächlich so, dass die Löhne einer der wesentlichen Gründe sind, warum meiner Meinung nach die Zinsen nicht so deutlich zurückgehen können. Allerdings ist ja die Situation, wie sie ist, das bedeutet, gibt es da einen Mittelweg aus Ihrer Perspektive natürlich? Weil da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen beim Thema Lohnpreisspirale. Also ich sehe das Ganze tatsächlich als strukturelles Thema, was uns nicht nur jetzt aktuell beschäftigen wird, sondern sehr langfristig. Und das liegt an der Demografie. Wenn wir uns anschauen, wie jetzt aktuell die Geburtenraten sind,
dann sieht man, ich bin selber Babyboomer, dass mittlerweile eben die Arbeitskräfte, die neu in den Markt kommen, insbesondere qualifizierte Arbeitskräfte, dort ist ein Mangel da. Und immer wenn Mangel ist, dann geht typischerweise der Preis hoch, in diesem Fall der Preis für die Arbeit. Und das bedeutet, dass wir mit Lohnerhöhungen über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte konfrontiert sein werden, weil das, wie gesagt, langfristige und strukturelle Wirkungen hat. Und das bedeutet, dass die Zinsen nicht wieder auf dieses niedrigste Niveau, wie wir es über die letzten Jahre gesehen haben, zurückkommen kann. Das ist der EZB klar, auch der Fed. Wir haben dort in den USA etwas bessere Demografie als bei uns hier in Deutschland. Aber trotzdem ist nicht so viel Angebot an qualifizierter Arbeit da. Und das ist lohnsteigernd und damit eben zinserhöhend und nicht zinssenkend. Jetzt hat aber ja die FED erst kürzlich gesagt, sie erwartet jetzt eben 3 Zinssenkungen dieses Jahr. Bei der EZB steht so eine genaue Ansage noch aus. Da warten natürlich alle jetzt darauf, auch wer den ersten Schritt macht. Wahrscheinlich wird es die FED sein. Wie blicken Sie bei diesem Punkt auf dieses Jahr? Ich kann mir vorstellen, dass die Notenbanken es nicht ganz so schaffen werden. Es gibt Entspannung von der Energieseite. Denken wir mal an den Gaspreis, die sind schön zurückgekommen. Auf der anderen Seite ist die Frage, was macht der Ölpreis? Und den sehe ich auch strukturell steigend langfristig, weil einfach zu wenig Exploration da war und das Thema Elektroauto nicht so schnell vorankommt, wie wir uns das eigentlich vor dem Hintergrund des Klimawandels wünschen. Und hier ist ein weiterer Treiber. Klimawandel ist etwas, wo wir zig Milliarden, hunderte von Milliarden über viele Jahrzehnte investieren müssen. Das 2%-Ziel, ich rede nicht mehr von 1,5%, das erreichen wir nur dann, wenn wir wirklich massiv investieren. Diese Investitionen, die werden schuldenfinanziert, hauptsächlich. Auch das bedeutet, dass wir dem Markt Liquidität entziehen und dass wir eben wirklich Anleihen begeben müssen, um dort tatsächlich dann diese Investitionen zu tätigen. Auch das ist etwas, was langfristig inflationstreibend wirkt. Und den dritten Trend, warum ich nicht so positiv bin für diese fallenden Zinsen und die vielen Zinssenkungen, die sich der Markt erhofft, ist auch strukturell. Das ist die Deglobalisierung. Wir sehen, dass China als verlängerte Werkbank für uns mittlerweile politisch nicht mehr opportun ist. Wir müssen sehen, dass wir die Produktion zurückholen, um die Unabhängigkeit von den Chinesen wiederherzustellen. Wir können keine Solarenergie, keine Windenergie ohne China wirklich herstellen, weil dort wird alles produziert. Und das gilt für viele Branchen. Und das ist auch im Halbleiterbereich so, dass wir subventionieren und dass wir investieren müssen, um unabhängig zu sein. Ja. Auch diese also viele Verschiebungen. Mhm. Ich glaube, wir müssen es einmal ordnen, weil wir jetzt ganz viele verschiedene Bereiche angesprochen haben. Mhm. Lassen Sie uns noch mal einmal ganz kurz, Sie haben am Anfang über den Ölpreis auch gesprochen. Ja. Der kann natürlich auch wieder inflationstreibend sein. Und da kam erst kürzlich die Nachricht aus den USA, dass eben die USA die Ukraine aufgefordert haben sollen, die Angriffe auf russische Ölraffinerien zu stoppen. Wahrscheinlich, weil eben die Angst groß ist, dass der Ölpreis wieder in die Höhe schießt und am Ende auch wieder zum Inflationstreiber wird. Ja, also es ist so, dass natürlich im Rahmen des Wahlkampfs einer der wesentlichen Elemente ist, wenn die Leute an die Tankstelle gehen in den USA und feststellen, dass der Benzinpreis steigt, dann wird das den Wähler entsprechend negativ stimmen. Deswegen ist Joe Biden hinterher und sagt, der Ölpreis muss niedrig sein. Deswegen werden auch die Energiereserven in den Markt gepumpt, um ihn eben künstlich unten zu halten. Und natürlich wäre es für die Ukraine fantastisch, wenn sie die Raffinerien in Russland lahmlegen könnten. Denn dann fehlt Putin das, nämlich das Geld, um eben dann aus diesen Exporten von den Energierohstoffen seinen Krieg zu finanzieren und die Leute bei Laune zu halten. Denn für jeden Toten zahlt er, was ich so gelesen habe, 50.000 Euro. Und deswegen ist der Aufschrei, lässt sich nicht nachprüfen, das sind Gerüchte. Aber das ist etwas, wo das Leid eben doch gelindert wird bei den vielen armen Menschen, die eben jetzt Familien, die ihre Söhne verlieren. Das ist etwas, wenn ihm dort die Feuerpower ausgehen sollte, das wäre wünschenswert aus Sicht der Ukraine. Und jetzt müssen sie aber, damit eben weiterhin die Waffenlieferungen kommen, das machen, was eben Biden an der Wahl hält. Denn Trump, das wissen die in der Ukraine auch,
wird nicht so gut sein für Sie, was Waffenlieferungen betrifft, wie Biden. Jetzt hatten wir auch noch mal viele über ESG-Kriterien gesprochen. Das sind ja eben Umwelt, Nachhaltigkeit, aber auch soziale Standards, die eben Berücksichtigung finden sollen und das auch vermehrt in Zukunft. Vielleicht noch mal zusammengefasst, warum genau könnte das denn dann auch eben für eine Erhöhung der Zinsen theoretisch sprechen? Langfristig ist es halt so, dass wir, um diese Klimaziele zu erreichen, so massiv investieren müssen und dass diese Investitionen tatsächlich aus preissteigernd sein werden, weil zum Beispiel der Strom, den wir so herstellen, einfach teurer ist, zumindest mittelfristig. Langfristig wird der Strompreis dadurch massiv fallen, aber in dieser Umbauphase wird er halt steigen. Und auch das ist zinssteigernd und bedeutet eben, dass die Notenbank strukturellen Gegenwind haben und sie nicht so schön die Zinsen senken können, wie wir uns das alle erhoffen. Und vielleicht noch mal zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil dann haben wir tatsächlich alle drei Themenbereiche hier abgedeckt. Die veränderte Weltkonjunktur, der veränderte Welthandel, Sie sprachen da schon mal von der früheren Werkbank China. Vielleicht noch mal da zusammengefasst, wieso genau hat das eine Auswirkung auf Zinspolitik? Es ist halt so, dass wir die Güter aus dem Ausland, besonders aus China, sehr, sehr günstig beziehen konnten. Wenn wir jetzt aus den politischen Gründen sagen, das tun wir nicht mehr in diesem Maße, wir müssen die Unabhängigkeit wiederherstellen, dann produzieren wir, ob das in den USA oder in Europa ist, zu den deutschen oder amerikanischen Lohnkosten und Produktionskosten. Auch was Strom betrifft, ist ja alles hier teurer. In China wird massiv der Strom mit Kohle produziert, was wir nicht mehr tun. Das bedeutet, dass diese günstigen Produkte in nächster Zeit eben hier teurer werden und das wiederum auch zinssteigernd ist. Frank Fischer, herzlichen Dank für dieses Gespräch und die Einblicke in die Zinspolitik. Sehr gerne, danke. Und eingangs habe ich es schon gesagt, wir wollen uns jetzt auch noch mal intensiv mit dem Thema Rechenzentren beschäftigen. Künstliche Intelligenz ist der Trend der Zukunft und das fördert Rechenzentren überall auf der Welt. Aber auch gerade in Deutschland sprießen die aus dem Boden überall. Und warum genau gerade für die Rechenzentrumsbranche Deutschland offensichtlich attraktiv ist, das bespreche ich jetzt hier mit Anna Klaft. Schönen guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Frau Böck. Frau Klaft, Sie sind Vorstandsvorsitzende der German Data Center Association. Das heißt, wir können mit Ihnen auf jeden Fall in die Details gehen dieser Frage. Wir hatten es vor kurzem gehört, Microsoft hatte eine große Ankündigung gemacht. Rund 3,3 Milliarden Euro sollten da in Deutschland investiert werden. Allerdings sagen Sie auch, von ansässigen Rechenzentren könnte da deutlich mehr noch kommen. Lassen Sie uns doch einmal generell erstmal fragen, was genau landet am Ende in so einem Rechenzentrum? Welche Daten, von was sprechen wir da? Ja, sehr gerne. Also ich würde sagen, Rechenzentren sind unsere Zukunft. Ohne Rechenzentren funktioniert heutzutage gar nichts mehr. Wir sprechen hier im privaten Gebrauch tatsächlich von WhatsApp-Nutzung, Facebook-Telefonie oder Netflix, Online-Bestellung, ChatGPT. Im Beruflichen kann es eher dahin abweichen, Wirtschaft und Forschung. Da sprechen wir von Industrie 4.0 oder in der Politik von der zukünftigen digitalen Patientenakte und so weiter. Für die gesellschaftliche Entwicklung würde ich sagen, gibt es keine Zukunft ohne Rechenzentren. Okay, das ist vielleicht die Ausgangssituation. Wenn Sie jetzt einmal die aktuelle Situation und Lage der Rechenzentrumsbranche in Deutschland beschreiben, wie sieht die aus? Wir sind aktuell auf Nummer 2 in ganz Europa, direkt nach London. Wir erweitern jetzt aber unsere Kapazitäten tatsächlich, die wir verdoppeln sich quasi in den nächsten 5 Jahren. Und das Schöne daran ist auch, dass wir ein Magnet sind für weitere Ansiedlungen. Das heißt, internationale und auch lokale Unternehmen siedeln sich in Deutschland um ein Rechenzentrum herum an und das schafft Arbeitsplätze. Also noch viel mehr Arbeitsplätze. Kann man da vielleicht irgendwie mal Dimensionen klar machen? Von was sprechen wir da? Wir sprechen aktuell von 65.000 Beschäftigten und das befindet sich tatsächlich im Wachstum. Was viele vielleicht auch hier nicht wissen, ist, dass wir eine sehr sichere Branche sind mit sehr, sehr guten Arbeitsplätzen, mit vielen Entwicklungspotenzialen und auch guter Bezahlung. Jetzt machen wir ja dieses Gespräch hier gerade in Frankfurt. Frankfurt ist einer der großen Serverstandorte in Deutschland. Welche Städte sind da noch besonders spannend, beziehungsweise welche Regionen vielleicht? Von den Regionen her, also in Hessen befindet sich eigentlich ja der Hauptanteil der Rechenzentren. Dicht gefolgt jetzt in Berlin findet jetzt ganz, ganz viel statt, ganz viel Wachstum statt. Und
Rheinisches Revier mit Microsoft, haben Sie ja gerade selbst erwähnt. Genau, da findet das auch, geht es ein bisschen in diese Richtung. Und eingangs habe ich es erwähnt, anders als vielleicht in anderen Branchen, scheint der Standort Deutschland hier eine gewisse Attraktivität zu haben. Wie kommt das? Ja, was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass der größte Internetknoten der Welt tatsächlich in Frankfurt ist. Wir haben auch sehr gute Datenschutzstandards, also gemäß unserer Datenschutzverordnung. Wir haben unglaublich gute Klimabedingungen, eine sehr gute, stabile Sicherheitslage, tatsächlich auch eine gute Stromversorgung, also ausfallsicher. Und damit ist das für jeden Investor eigentlich eine sehr gute Bühne hier. Stichwort Strom, Stichwort Energie. Rechenzentren verbrauchen auch einiges an Energie. Was genau wird denn da getan, dass man eben den Stromverbrauch senken kann? Ja, Energie ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema für uns. Aber ich glaube, ich muss diese Frage ganz anders stellen. Wer ist denn der Energieverbraucher? Das sind ja wir, die Nutzer. Wir verbrauchen die Energie. Die Rechenzentren bilden ja nur die Hülle dafür. Und wir sind diejenigen, die die WhatsApp-Nutzung machen. Wir wollen sein diejenigen, die Netflix gucken wollen in einer Schnelligkeit. Und deswegen sind wir die Nutzer, quasi die Verbraucher. Aber wir nehmen das in der Branche tatsächlich sehr ernst und investieren heutzutage schon sehr viel in Kühltechnologien, in innovative Prozesse auch mit starker Energieeffizienz, mit künstlicher Intelligenz auch gefolgt. Und eine effektive Steuerung, dann künstliche Intelligenz, um den Stromverbrauch besser zu steuern? Genau. Und wir sind auch heute schon der Vorreiter bei der Nutzung erneuerbarer Energie tatsächlich und gehören weltweit zu den energieeffizientesten Rechenzentren. Nichtsdestotrotz, Sie haben es gerade gesagt, die Server, die müssen gekühlt werden. Da entsteht auch viel Abwärme, die eben rausgeht. Welche Strategien gibt es denn da, diese Abwärme dann tatsächlich sinnvoll zu nutzen, wenn sie jetzt eh schon anfällt? Da gibt es viele Möglichkeiten. Also es gibt eine indirekte Einspeisung in die Fernwärmenetze und es gibt auch eine direkte Verwendung, beispielsweise in umliegenden Wohnquartieren oder in Schulen, in Schwimmbädern und Kindergärten. Vielleicht ein konkretes Beispiel aus dem Frankfurter Gallusviertel, weil es auch viel in den Zeitungen stand. Dort werden gerade 1300 Einheiten, also Wohneinheiten plus drei Kindergärten mit der Abwärme versorgt. Aber ganz klar, wenn Sie natürlich mehr Abwärmenutzung betreiben möchten, da bedarf das eben klaren Dialog mit der Politik, mit den Energieversorgern und uns Rechenzentrenbetreibern. Okay, wir schauen gleich nochmal auf die Zukunft dieser Branche. Was mich interessiert, und ich glaube, das fragt man sich manchmal, wir haben ja über die Standorte gesprochen. Wie kommt das denn, dass dann eben zum Beispiel Frankfurt so der Standort wird für Rechenzentren? Einfach, weil es relativ zentral in Deutschland liegt? Ist es so simpel oder gibt es noch mehr Gründe? Also tatsächlich ja, weil natürlich der größte Internetknoten der Welt hier in Frankfurt beherbergt ist, aber auch, weil hier die Finanzindustrie auch ist. Und dafür braucht man Geschwindigkeit. Und das findet hier in Frankfurt statt tatsächlich, ja. Okay, dann lassen Sie uns gerne noch mal nach vorne schauen. Diese Branche, die ist ein Boomfaktor in der Zukunft. KI geht nicht mehr weg. Aber welche Hürden gibt es denn da vielleicht auch mit Blick auf die nächsten Jahre? Hürden gibt es nur dann, wenn wir, sagen wir mal, nicht die richtigen politischen Weichen stellen. Wir würden uns wünschen, mehr in den Dialog tatsächlich mit den Gesetzgebern aus Brüssel und Berlin auch zu gehen. Wir wollen gemeinsam natürlich mehr Gas geben in der Entwicklung der digitalen Infrastruktur und auch bei erneuerbarer Energie. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und wir müssen auch schaffen, dass die Branche mehr Sichtbarkeit bekommt, eben genau für das Thema Arbeitskräfte. Weil wir sind die Zukunft, die Rechenzentren sind die Zukunft. Dann vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs noch mal der Blick. Sie haben ja vorhin gesagt, die Energie, die kommt vor allem auch vom privaten Nutzungsverhalten. Je mehr WhatsApp geschrieben werden, je mehr Messenger-Dienste oder andere Social-Media-Dienste benutzt werden, desto mehr fällt an Datenmenge. Das ist natürlich kein Trend, der sich irgendwie zurückkehren lässt. Das wird ja wahrscheinlich eher mehr werden, immer, oder? Es wird tatsächlich, ich weiß nicht, ob das für immer so wird, aber in den nächsten 15 Jahren würde ich das schon erwarten. Deswegen sprechen wir auch davon, dass hier die Verdopplung der Kapazitäten in den nächsten 5 Jahren beginnt. Anna Klaft, herzlichen Dank für dieses Gespräch und den Einblick in die Rechenzentrumsbranche. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, und damit sind wir schon fast am Ende dieser Sendung angekommen. Eine neue Börsenwoche steht uns bevor und da wollen wir einmal schnell auf den aktuellen DAX-Stand hinter mir schauen. Kurz nach Handelsstart, leicht im Plus bei 18.227 Punkten.
Punkten, das heißt gar nicht mehr so weit entfernt vom letzten Höchststand. Und hier fragt man sich natürlich, geht eine neue Rekordrallye wieder los? Wie geht es da weiter? Und das haben wir natürlich für Sie weiter im Blick hier bei Update Wirtschaft. Und wenn Sie mögen, dann verfolgen Sie doch auch unsere ganzen Inhalte auf tagesschau.de zum Beispiel, auf den Social-Media-Kanälen der ARD oder natürlich in den Radiowellen der ARD. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag. Ich sage tschüss, bis morgen.